Ich bin momentan ein bisschen verkältet, darum töne ich ein bisschen komisch. Ja, nichtsdestotrotz, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für alle, die mich unterstützen, sei es im Gebet oder auch finanziell. Ich habe einen Auszug bekommen aus dem MAF-Konto und es hat mich einfach völlig überrascht, wie viele Leute mich unterstützen und gesagt haben, sie wollen mich unterstützen und das auch wirklich machen. Und es war einfach mega ermutigend, gerade gewesen, das zu sehen. Über den Vlog. Der Vlog soll eine Ergänzung sein zu meinem Newsletter. Das heißt, ich werde einmal pro Quartal einen Newsletter verfassen und so ein bisschen zusammenfassen, was passiert ist. Das heisst, es gibt 4 Newsletter pro Jahr. Die Videos, die Vlogs, das ist ein bisschen mein Hobby, ein bisschen Film machen, ein bisschen die Sachen filmen, die wir hier machen. Und das soll euch ein bisschen einen Einblick geben in, wie verbringen wir unsere Zeit hier, was für Möglichkeiten haben wir, was für Aktivitäten können wir ausüben und so weiter. Es soll einfach ein bisschen einen weiteren Einblick geben in mein Leben hier jetzt in Spokane. Das bringt mich gerade zu meiner Frage eigentlich. Und zwar habe ich bis jetzt die Videos, die ich gemacht habe, jeweils über die Verteilerliste vom Freundesbrief verschickt. Und da möchte ich jetzt fragen, soll ich das weiterhin so machen oder wollt ihr nur den Newsletter auf dem Freundesbrief bekommen? Und die mich dann halt abonnieren auf YouTube, die sehen dann auch, es ist ein neues Video draussen. Oder wollt ihr weiterhin irgendwie informiert werden? Schreibt mir doch ein E-Mail oder ein SMS oder ihr könnt auch unten im Video einen Kommentar anschreiben, ob ihr das weiterhin wollt oder nicht wollt. Einfach für mich zum sehen, dass ich da eine Lösung finde. Ihr dürft auch sonst einfach mich kontaktieren oder etwas schreiben, zum Beispiel, was ihr gerne mal sehen würdet in einem Video, über was ich etwas erzählen soll. Es ist einfach immer schön, wieder von jemandem von daheim zu hören. Ja, momentan bin ich wirklich voll im Schulrhythmus drin. Ich habe mega viele Bücher zu lesen. Ich bin dauernd am Papers schreiben. Das ganze Wochenende habe ich eigentlich hier daheim verbracht und bin nur am Lesen gewesen. Aber ich habe noch ein bisschen Filmmaterial von letzter Woche. Und das schauen wir uns doch jetzt gerade noch an. Ja, heute ist Samstag. Eine weitere Beschäftigung, die wir haben, nebst Spikeball spielen. Heute gehen wir eine Runde fliegen. Leider nicht richtig, also schon, aber... Pilot, you want to tell us something about your airplane? It's called the Kneeflight Timber, made by a Horizon Hobby. It's a fun little short takeoff and landing plane. Then let's fly. So, what do you think of the drone? It's amazing! I love it! Have you tried sport mode yet? No.
Awesome. Let's do it. Switch this little switch there. A lot of fun. Now it's Colin's turn. So, what do you think about his awesome airplane? It's amazing. I love it. That's pretty cool. Yeah. It's pretty, pretty cool. So, and yeah, regarding reading books and doing work for school, how much do you have left? Too much. This is the de-stress. Right, so this is like taking a break from all the school stuff and having a bit of fun at the weekend. I guess this is allowed. Etwas weiteres, wo es sehr cool ist, wenn man eine Drohne hat, wenn es so heiß ist im Sommer, man kann es einfach als Ventilator benutzen. Okay, das war ziemlich cool. Ein bisschen Pause machen, ein bisschen Spass haben. Jetzt geht es zurück zum Lernen. You see this motivation on this man's face? I don't see it either.